Aber könnte es nicht sein, Herr Goffert, dass die AfD davon profitiert? Und wenn in Holland so eine rechtsradikale Partei plötzlich Ministerpräsident soll und wir jetzt da mal ausgehen, davon mal ausgehen, dass in Thüringen und in Sachsen-Anhalt, wo nächstes Jahr gewählt wird, die AfD den Ministerpräsidenten stellt. Wir wählen in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. In Sachsen-Anhalt nicht. Ja, die AfD, ich mag gar nicht so viel über die AfD reden, ehrlicherweise, weil egal, was man sagt, irgendwie, erstens drehen sie alles immer rum und zweitens ist alles, was man da sagt, hilft denen am Ende nur. Und ob Herr Wilders jetzt der AfD hier in Deutschland hilft bei den Wahlen in Brandenburg, ich weiß nicht. Ich fürchte, wenn man eine Umfrage macht in Brandenburg oder Thüringen auf der Straße und sagt, wissen Sie, wer Gerd Wilders ist, dann werden die meisten Leute mit den Schultern zucken. Ja, aber nächste Woche vielleicht ist es anders. Ja, aber auch das würde ich ehrlicherweise nicht überschätzen. Es ist nur eins festzustellen. Ich meine, Kollege Schütze hat gesagt, man neigt offenbar mehr autoritären Staatsführern zu. Das mag im Trend so sein. Es hat natürlich auch eine Ursache, weil vielen Leuten ist dieser Prozess und dieser Mechanismus zu kompliziert geworden. Sie verstehen nicht mehr. Und wir haben natürlich auch eine Mediengesellschaft, an den sozialen Medien, wo natürlich Desinformation, wo Hetze, wo Teilwahrheiten auch Konjunktur haben und da auch viele Leute verwirren und auf merkwürdige Ideen bringen. Wir werden das nicht aufhalten können, die Entwicklung zum Rechtspopulismus in Europa. Ich bin auch mal gespannt, was passiert in Frankreich, wenn Emmanuel Macron halt nicht mehr antreten darf. Da ist er jetzt zweimal gewählt worden, das heißt, es muss demnächst ein neuer her. Also das kann sich alles noch sehr unschön entwickeln, aber im Amt erweisen sich die Dinge dann doch wieder anders. Frau Meloni hat gesagt, sie wird das Asylproblem in Italien lösen. Ja, es ist sie schon eine ganze Zeit im Amt. Es sind mehr Asylbewerber denn je an den Stellen. Wie sollte es auch anders sein? Ja, man kann eben auch gewisse Dinge nicht aufhalten. Und dann muss man vielleicht in manchen Dingen auch einen anderen Umgang finden. Vielleicht muss man wirklich auch mal mehr auf die Leute hören, die jeden Tag arbeiten gehen. Und eben nicht nur auf Minderheiten und nicht nur auf irgendwelche Debatten, die im Leben der normalen Menschen keine Rolle spielen. Jetzt sprechen Sie wieder von der Bundesrepublik. Nein, ich spreche auch über andere Länder. Ich meine, wir diskutieren in den Feuilletons unserer Zeitungen über Gendern, wir diskutieren über Cancel Culture, wir diskutieren über Postkolonialismus, über Kontextuierung, über Asche. Die Begriffe sind den meisten Leuten fremd. Und da verschwenden wir eine irre Zeit drauf und wir haben dadurch auch schaffen wir einen Unfrieden unserer Gesellschaft, indem wir also sehr viel Eifer, teilweise auch sehr viel Wut in diese Debatten verschwenden, uns aber den eigentlichen Problemen des Landes gar nicht mehr so zu. Ja, aber wir, damit sind auch Sie fast wie Sarah Wagenknecht. Naja. Ja, ich sage, aber das müssen wir ja auch ein bisschen an unsere Zunft denken. Ja? Wenn wir das vorher immer so erhitzen, ich frage mich manchmal auch, was heißen eigentlich diese Begriffe, über die ich gerade lese in der Zeitung, warum lese ich die? Weil es mich interessiert und weil ich denke, dass es andere interessiert. Aber vielleicht interessiert es gar nicht so viele Leute. Und die Wahrheit und Klarheit müsste mal von der deutschen Politik auch gesprochen werden. Was geht es eigentlich in diesem Lande? Ich hatte eben ganz kurz Sarah Wagenknecht eingeworfen. Ja, das ist deswegen will ich also, ganz das kurz Das ist ja nun natürlich von der politischen Ausrichtung her eine völlig andere als bei Gerd Wilders beispielsweise. Aber ist ja auch ein Ausdruck, also zu, ja. Frau Wagenknecht hat ja ein Sonderangebot parat. Sie macht eine linke Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik. Robin Hood-Prinzip, nimmt den Reichen, gibt den Armen. Das ist sehr populär. Ja. Und sie macht eine eher rechte Gesellschaftspolitik im Sinne, schmeißt die Ausländer raus. Das ist mal ganz verkürzt gesagt. Und damit hat sie natürlich einen Erfolg. Da gehen wir jetzt erstmal, das schauen wir uns jetzt an. Also das ist ja wirklich so. Da gucken wir, was hat das für Auswirkungen auf die immer kleiner werdende, unter Druck geratene Linkspartei. Was hat das für Auswirkungen auch auf die SPD beispielsweise? Wird die da noch sich behaupten können? Also gerade in Ostdeutschland, wo man ja möglicherweise damit rechnen darf, dass die Partei, die Sarah Wagenknecht dann noch gründen wird, dann auch bei den Landtagswahlen antritt und dann da sicher auch die ersten Achtungserfolge landen wird. Wie sich das entwickelt, das ist auf jeden Fall sehr spannend.